Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Train Station Renovation. Die vorletzte Folge, die ich hier auf meinem Kanal sozusagen hochlade und auch wirklich die vorletzte Folge generell des ganzen Projekts. Und ja, wir haben das letzte Mal tatsächlich den Karlssee Bahnhof fertig gemacht und fertig renoviert. Und nun sind wir tatsächlich beim Oberg-Asdorf Bahnhof, der sehr, sehr verschneit aussieht. Also ein sehr verschneiter Bahnhof tatsächlich, den wir heute renovieren werden. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich versuche jetzt natürlich, dadurch, dass ich mich langsam dem Ende meiner YouTube-Karriere nähere, versuche ich jetzt natürlich, die Bahnhöfe irgendwie noch in das Projekt hineinzubekommen, die restlichen. Der letzte wird sich leider nicht ausgehen. Aber ja, ich versuche halt jetzt noch die Bahnhöfe, die ich so unterbekomme, noch irgendwie reinzuquetschen in das Projekt. Und dementsprechend sind halt die Folgen jetzt ein bisschen länger. Aber gut, das ist halt jetzt sozusagen eine spezielle Situation. Ja, wir machen heute den Bahnhof Oberg-Asdorf und schauen gleich mal, was in der Info drin steht über diesen Bahnhof. Und zwar steht hier geschrieben, du hast einen frei, aber der Bahnhofsverwalter erwartet wegen einem Event erhöhtes Fahrgastaufkommen. Du wurdest gebeten, den Waggon auf dem Friedhof zu reparieren. Wegen des Abstandes von Bahnhof und Friedhof empfiehlt der Verwalter, dass wir den im Bahnhof stehenden Wagen erneuern, mit Teilen, die im Bahnhof verstreut sind. Der Kurierdienst bringt gleichzeitig das letzte Teil. Interessant. Dann würde ich mal sagen, ab nach Oberg-Asdorf zum Renovieren. So, und da sind wir auch schon in Oberg-Asdorf. So, jetzt schaue ich mal, ob wir hier irgendwas drin haben. Nö, da ist natürlich nichts drin. So, da können wir eigentlich gleich im Container hinschmeißen. Könnten wir. Aber ich weiß halt nicht, ob wir hier irgendwo Dinge haben, die wir... Achso, hoppla. Die wir... die wir hier gleich wegschmeißen müssen. Wenn wir nicht, dann lohnt sich hier kein Container. Aber die Graffitis können wir hier schon mal entfernen, so wie ich sehe. So, perfekt. Gut, so. Da haben wir noch ein Graffiti. Perfekt. So. Nehmen wir hier gleich den ganzen Müll mit, der hier herumliegt. Aber anscheinend dürfte hier recht wenig Müll herumliegen, so wie es aussieht. Da sind ein paar... Ja, ein paar Müllsäcke schon mal. Die können wir dann gleich nehmen und können die in den Gemischcontainer dann reinwerfen, den wir irgendwo hinstellen werden. Ich weiß nur nicht genau, wo wir den hinstellen, aber ja. So, und ich bin mal gespannt, wie lang dieser Bahnhof dauern wird, also bis wir den fertig haben. Ah, siehst du mal. Da können wir dann eigentlich gleich mal
einen Container hinschmeißen. So. Okay. Da braucht man nichts tun. So, dann schaue ich mal, was hier los ist. Muss man hier irgendwas... Ah ja, okay. Ich sehe schon. Die sind auf jeden Fall schon mal kaputt. Der hier nicht. Wie sieht's da aus? Da scheint alles in Ordnung zu sein. So wie es scheint. Da können wir was renovieren. So. Da schaue ich auch gleich mal, ob da irgendwas zu renovieren ist. Ah ja, hier. Okay, passt. Gut, Toilettenzubehör können wir da gleich mal machen. Das geht recht fix. So, kaufen wir hier mal ein großes Urinal. Und eine Toilettenschüssel. So. So. Hauen wir das gleich mal so hin. So, dann kommt hier natürlich eine neue Toilette rein. So. Dann haben wir das. So. Okay, Toilettenzubehör. Wir brauchen noch zweimal Toilettenzubehör. Die Frage ist, was nehmen wir hier? Weil ich meine, so wirklich brauchen tun wir hier nichts. Wir könnten da vielleicht noch könnten hier vielleicht noch zwei große Urinale und so ein Dingens hinbauen. So. Einmal hier. Und einmal da. So. Passt schon. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld ausgegeben diesmal. Aber wenigstens ist die Toilette schon mal fertig. So. Was brauchen wir denn hier? Drei Snackautomaten. Natürlich, die haben wir jetzt gerade eben zerstört. Eins, zwei. Drei. So. Wo sind denn die hier standen? Da hinten, ne? Da hinten standen die. Dann kommt da einer hin. Da einer hin. So, passt. So, Entschuldigung, muss kurz niesen. Dekoration. Hier. Eins, zwei. Zwei Dekorationen. Eine kommt hier hin. Und die andere stellen wir dahin. So. Ach so. Ah, okay, das zählt ja da gar nicht. Okay. Dann hauen wir die andere hier rein. Da in die Ecke. So, passt schon. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen Müllsack. Können wir da gleich mal rausschmeißen. So, was haben wir denn hier? Achso, da waren wir gerade. Entschuldigung. Orientierungssinn gleicht einem Nusshörnchen. Tut mir wahnsinnig leid. So, da glaube ich, waren wir noch nicht drin. Ja, da brauchen wir auch wieder viermal Toilettenzubehör. Gut, da ist auf jeden Fall eine Toilette, die wir
Okay, gut. Zwei Toiletten können wir hier schon mal erneuern. So. Dann machen wir da eine hin. Also, ach Gott. Das liegt ja wieder direkt im Weg rum. So. Zack. So. Gut, und was machen wir mit dem Rest? Hoppala. Gut, ich bin auch doof. Warum mache ich auch die Tür dazu? So. Die Frau G. Was genau nehme ich denn da als Toilettenzubehör? Ich kann ja tatsächlich. Ja, komm, weißt du was, was soll der Geiz? Ich hau da einfach mal einen Handtuchspender an jede Ecke hin. Scheiß drauf. Auch wenn es wahrscheinlich nicht benötigt wird, aber trotzdem. So. Passt. Das haben wir somit auch. Das haben. Achso, nee, Blödsinn. Andere Seite. Ich sage ja, Orientierungssinn gleicht dem eines Nutzhörnchens. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Ich laufe immer in die verkehrte Richtung. Das ist sehr, sehr spannend mittlerweile. So, haben wir da hinten noch was? Was ist denn hier los? Haben wir da noch irgendwas zu tun? Oh, da liegt auf jeden Fall ein bisschen was an Dreck rum. Oh, Kaffeemaschine, auch schön. So. Sonst irgendwo was? Nö. Da haben wir sonst nichts. Da geht's wieder raus. Gut, das heißt, da brauchen wir momentan nichts tun. Wenn wir da noch irgendwas herumliegen. Irgendwas an Müll. Nee, offensichtlich nicht. Gut, da geht's wieder raus. Da ist das zweite Büro. Aber das glaube ich auch nichts, ne? Ein Drucker, nö. Gut. So, dann schauen wir da mal hoch, ob da noch irgendwas ist. Können wir da irgendwelche Fenster erneuern vielleicht? Nö. Oh, ein Schlüsselchen. Ein Schlüsselchen, da können wir nichts machen. Okay. Gut. Offensichtlich brauchen wir hier nichts Großartiges zu renovieren. So, gut. Es ist ja generell sehr wenig, ne? Sehr, sehr wenig zu renovieren tatsächlich. Was mich ein bisschen wundert. Darunter geht's zum Bahnhof. Okay. Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, hier quasi einen Müllcontainer hinzustellen. Ah, okay. Da hinten ist ja auch nochmal ein Aufgang. Okay. Dann schauen wir gleich mal. Aha. Da haben wir gleich mal wieder was. Anscheinend sonst nichts machen. Aber irgendwie kommt mir dieser Tunnel so bekannt vor, ne? Der Tunnel kommt mir sehr bekannt vor, als hätten wir den schon mal gehabt. Das ist eigentlich genau dasselbe Tunnel wie in Karlsstadt, oder? Das sieht voll aus wie der Tunnel in Karlsstadt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nö, offensichtlich nicht. Hä? Wie?
gar nichts zu renovieren? Nichts? Das ist sehr merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts zu renovieren wäre. Ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen. Mal schauen, ob da irgendwas ist. Irgendwas zu ersetzen oder so. Nee, okay. Okay, ich schau mal hier. Oh, hoppala. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Siehst du, so groß und ich übersehe das. Ich bin blind wie ein Blindfisch. Blind wie ein Maulwurf, kann man sagen. Ich sehe sogar so große Sachen nicht mehr. Das ist sehr, sehr schön. Also das könnte mit zunehmendem Alter, könnte das echt schwierig werden. Zum Glück mache ich dann keine Let's Plays mehr. Aber, ne? Und so. So. Das Ding ist, ich krieg das nicht mal richtig weg. So, jetzt. Perfekt. So. Okay. Aber was genau will das Spiel jetzt noch? Wenn wir hier fast nichts mehr haben. Was haben wir hier? Achso, hoppala. Da kommen wir ja gar nicht. So, was haben wir hier denn? Aufheben? Wie? Ach du Scheiße. Okay. Was genau soll ich hier? Das ist einfach nur ein Raum, wo... Weiß nicht. Es ist sehr eigenartig. Also ich verstehe noch nicht wirklich, was das Spiel hier von uns möchte. Baue die Draisine zusammen. Okay. Die Frage ist nur, welche Draisine? Ich sehe hier keine. Hier keine Draisine. Ach so, hier liegt was. Ach, jetzt sehe ich das erst. Ich sage ja, ich bin blind wie ein Maulwurf mittlerweile. Das ist wunderbar. Ich liebe das jetzt schon, wenn ich älter werde. Das kann für die Streams echt lustig werden. Also, wer mich auf Twitch verfolgt, der kennt mich mittlerweile, aber ne, im zunehmenden Alter könnte das auf Twitch echt interessant werden. So, aufheben. Ah ja, da haben wir die Draisine, ne, siehst du mal. Zerlegen, okay. Bring die Einzelteile hierher. Wie bitte, weiß? Okay, das können wir gleich mal hier alles wegnehmen. Ah ja, siehst du, da haben wir gleich mal wieder was zum... zum Schleifen. Das können wir gleich mal machen. Dann sieht das auch wieder hübsch aus. So, haben wir hier noch was? Oh, natürlich. Zack, zack. Zack, zack. Perfekt. So, hier noch was. Ja. Zum Glück gibt es ja diesen Scanner. Noch was. Jawohl. Passt. Gut. Sonst noch mal was? Ah, okay. Da ist noch was. Gut. Den Müll
Können wir ihn schon mal darauf legen. Den brauchen wir hier unten nicht unbedingt herumliegen haben. So. Da haben wir auch noch was. Da ist noch ein bisschen Zeitung. Da sind noch alte Zigaretten gewesen. So, sonst haben wir hier nichts. Außer den Müll, den wir dann aufheben können. So, gut. Da ist sonst nichts mehr. Gut. Kann das sein, dass aber deswegen diese Hantel oder was auch immer das ist, hier haben. Okay. Bring die Einzelteile hierher. Die Frage ist nur, welche Einzelteile? Weil hier haben wir ja nichts mehr. Wir haben eigentlich nur das hier. Toll. Das bringt anscheinend so gar nichts, oder was? Ah. Zack. Vervollständige Tidresine. Bring die Einzelteile hierher. Verstehe jetzt gerade nur nicht genau, welche Einzelteile es hier noch geben soll. Da ist auf jeden Fall nichts. Hä? No entry. Wenn ich wüsste, wo die ganzen Einzelteile sind. Vervollständige die Dresine. Da sind ja zwar auch noch Sachen, aber die brauchen wir anscheinend nicht. Okay, das ist halt das Lustige dran. Ich habe tatsächlich diesen Bahnhof noch nie gemacht, weil ich ihn einfach noch nicht kannte. Ist hier irgendwas drin, was wir benutzen können? Offensichtlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Hä? Bin ich schon ganz doof jetzt? Da haben wir eine Leiter, aber die werden wir nicht brauchen. Ah, hier ist so ein Ding. Das habe ich gar nicht gesehen. Na, lustig. Das liegt da einfach vor dem Wagen rum. Ja gut, das muss man mir halt schon sagen, ne? Das ist ja mega lustig. So, okay. Jetzt, so, komm zum Nebengleis. Please, what? Okay, am besten wäre, wenn wir hier schon mal einen Gemischcontainer reinklatschen. Dann können wir zumindest schon mal diese
die Müllsäcke hier entfernen. Weil die liegen hier sonst nur rum. Schwupps. So. Da haben wir auch noch welche. Die kommen da auch noch rein. So. Gut, haben wir noch irgendwo welche? Ja, natürlich, da hinten. Da hinten liegen noch ein paar Müllsäcke rum. So, das sind zwei farbige Müllsäcke. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir hier noch irgendwo einen Müllsack? Einen schwarzen? Nö. Offensichtlich nicht. Da haben wir keinen schwarzen Müllsack. Gut. Aber immerhin. Immerhin, wir haben schon mal die schwarzen Säcke entfernt. So. Zack. Ach du Scheiße. Ich kann damit fahren? Schließen. Okay, ich kann da sozusagen herumfahren mit, aber die Frage ist, bringt mir das was? Ach nee, ich kann mit dem jetzt quasi da außerhalb fahren oder was? Ist ja nice. Und da ist der Nebengleis oder was? Uiuiuiui. Ich sehe schon, wir müssen hier einiges wegschmeißen. Oh wei, oh wei. Gut, da fängt erst die richtige Scheiße an, ne? Da fängt erst die richtige Scheiße an. Ja, moin. So. Da können wir es richtig schön renovieren. Okay. Ich hau da auch schon mal einen Gemischcontainer rein. Weil hier haben wir auf jeden Fall einige Tonnen, die wir schon mal entfernen können. Die hier sonst herumliegen und die keiner mehr braucht. So. Aber anscheinend gibt es hier kein Bahngleis oder so, den wir renovieren müssen. Zumindest sehe ich momentan keinen. Säubere das Nebengleis. Boah. Mal sehen, was dann noch kommt. So, 45, okay. 45% haben wir schon. Passt. So, das kommt dann noch rein. Oh, das kommt da noch rein. Diese Sachen. So. Schwupps. Gut. Das können wir zerlegen. Aha. Ein gelber Sack. Schwupps. So, das können wir hier gleich mal. Alter, wie schnell das jetzt geht. Holy shit.
Das geht ja viel schneller vorwärts. So, so, so. Läuft auf jeden Fall. Nur siehst du. So, haben wir schon mal. So. Da haben wir was zu zerstören. So, saubere das Nebengleis immer noch zu ersetzen. Ah ja. Wunderbärchen. Aha, da haben wir auch noch was zu ersetzen, sehe ich gerade. Sehr schön. Passt. Hier noch. Passt. Das haben wir. Das geht halt jetzt so rasant schnell mit dem Schraubending ins Gedöns. So, noch irgendwo was? Da haben wir nichts mehr, da auch nicht. So. Hier noch, da noch. Haben wir da noch was? Nö. Gut. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. So, okay. Dann schaue ich mal, dass wir da reinkommen. Ja, moin. Da haben wir ja einiges. Einiges an Müll. Einige Flaschen. Da sind auf jeden Fall noch Flaschen. Da sind noch Flaschen. So. So. Sehr gut. Das haben wir also. Somit ist der ganze Zug erledigt. So.
Es ist natürlich die Frage, wir haben hier noch großen Müll irgendwo herumliegen. Die Frage ist nur, wo? Wo ist der große Müll? Habe ich den da drin liegen lassen? Habe ich da irgendwo großen Müll drin? Ah ja. Natürlich. Ich habe ihn einfach mal drin liegen lassen. So. Dann haben wir da gleich mal hin. Gut. Haben wir hier noch irgendwas? Können wir da irgendwie raufsteigen oder so? Großer Müll, okay. Oh, da haben wir noch eine Tonne. Aber wir haben trotzdem nur 79%, wie kann das sein? Wo ist denn der Rest? Wo ist der Rest vom Fest? Ist auf jeden Fall noch eine Tonne. Wir haben auf jeden Fall die Aufgaben abgeschlossen. So viel steht schon mal fest. 80%. So, da haben wir noch einen großen Müll natürlich. Da haben wir auch noch mal einen großen Müll. Ist hier sonst noch irgendwo was? Können wir da rein? Nö. Da kommen wir nicht rein. Okay, zurück zum Bahnhof. Ja. Das Ding ist halt, wir können hier zwar einen getrennt Container reinschmeißen, allerdings für die beiden Säcke ist das irgendwie ein bisschen doof, wenn man da einen getrennt Container hinstellen muss. So. 250 kriegen wir wieder drauf. Und wo ist der andere Sack gewesen, den wir da irgendwo liegen lassen haben? Da. Da ist nämlich der gelbe. So. Passt. Gut. Jetzt tun wir nichts mehr, oder? Ist hier sonst noch irgendwo was? Das Ding ist halt, dadurch, dass das hier so riesengroß ist, dieses Areal, kann man recht schnell etwas übersehen davon irgendwelchen Sachen, die man hier aufsammeln kann vielleicht noch oder die man liegen lassen hat oder die noch zu ersetzen sind. Aber zu ersetzen ist hier nichts mehr. Großer Müll? Wo? Ah, hier oben. Da ist noch was. Na. Zack. So. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. So. Schauen wir mal schnell, ob wir da irgendwo noch was haben. Irgendwas zum Ersetzen oder so.
Okay, kann ich hier jetzt einfach die ganze Strecke einfach so zurücklaufen, oder was? Dann kann ich hier nämlich gleich mal schauen, ob hier noch irgendwo Müll herumliegt, den ich dann vielleicht gleich mitnehmen kann. Ah ja. Siehst du mal. Uiuiuiui. Da haben wir ja noch ausreichend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das ergibt dann wenigstens schon Sinn. So. Hätte mich auch gewundert, wenn es hier nirgendwo mehr was gäbe. Das wäre sehr eigenartig gewesen. So, der vierte Stern im Bunde. Gibt's ja ordentlich viel zu ersetzen, zu renovieren. Huiuiui. Das habe ich alles vorher gar nicht gesehen. Siehst du mal. Obwohl ich hier vorher mit dem Scanner durchgelaufen bin. Sag mal, wie viel sind da bitte noch zu schleifen. Ist ja unfassbar. Da drüben auch noch. Wieso kommt denn da jetzt? Ich bin doch vorher da mit dem Scanner durchgelaufen, aber nix. Was soll denn das? Macht das Spiel das mit Absicht? Dass das jetzt das alles zu ersetzen ist? Sind in der Zwischenzeit hunderte von Zügen durchgefahren oder was? Die habe ich jedenfalls nicht gesehen. So. Okay. So, da ist was, da ist was, da ist was. Hier, 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 hier. So, okay. Und jetzt können wir noch mit der Schleifmaschine den Rest hier schleifen. Und dann war's das hoffentlich. Weil mehr würde ich sonst nicht finden. Hey, der fünfte Stern. Wie wunderbar. Da ist der fünfte Stern. Oh. Zack. Noch irgendwo was? Ging schon zum Aufheben. Hä? Wo ist denn ging schon zum Aufheben? Was soll das? Wo ist der? Da! Warte, dann gehe ich aber so lang. Dann tue ich mir leichter. So, 99%. Irgendwo muss noch was sein. Ging schon zum Aufheben. Wo?
Wo genau ist hier was? Okay, hier war nix. Da muss irgendwas sein. Da. Siehst du mal. Passt. Level abgeschlossen. Das Level wurde beendet. Du hast alles erledigt. Du kannst noch herumlaufen oder du gehst ins Hauptmenü. Hey. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir zwar noch die Container da stehen und die Tresine, aber im Grunde genommen. Scheiß drauf, wir haben es geschafft. Wir haben alles erfolgreich beendet, wir haben alles erfolgreich renoviert. Das ist sehr schön. Genauso soll es sein. Ja, guck mal, wie schön. So. Und somit haben wir Oberg, Asdorf. Den Bahnhof auch erledigt. So verschneit war der gar nicht. Besitzerweise. Der sah auf dem Vorschaubild sehr verschneit aus. Aber im Endeffekt war er gar nicht so verschneit. Von daher passt. So. Wunderbar. Oh. Da haben wir noch vergessen, zwei Müllsäcke zu entfernen. Ja, moin. Das ist ja Spitzenklasse. Aber gut, was soll's. Was soll's. Hauptsache, wir haben die 100% erreicht und damit wieder einen Bahnhof erfolgreich erledigt. Passt. So soll es sein. So. Gut. Somit können wir diesen Auftrag abschließen. Und dann haben wir nur noch einen Bahnhof, den ich euch zeigen kann hier im Let's Play. Es sei denn, der vorletzte Bahnhof geht so schnell, dass wir den letzten auch noch irgendwie unterbekommen. Dann, ne? Da. Gut. Passt. Snowman's Body und Master of Oakdown habe ich als Errungenschaft freigeschalten. Sehr, sehr schön. So. Passt. Dann haben wir wieder einen Bahnhof fertig. Und wir haben 8 Sterne. Einen Bahnhof hätten wir tatsächlich jetzt noch zum Renovieren als letzte Folge. Wobei dieser Bahnhof, vielleicht kriege ich den auch irgendwie unter. Vielleicht mache ich sogar so, dass ich beide Bahnhöfe in eine Folge packe. Ich weiß es nicht. Das könnte ich natürlich auch machen. Dann wäre die letzte Folge übermäßig lang. Ich weiß nicht, ob ihr da die Zeit aufbringen könntet. Aber im Grunde genommen, ja, vielleicht mache ich das sogar. Keine Ahnung. Dann hätte man nämlich wirklich das ganze Projekt noch abgeschlossen. So. Yellow Street Underground wäre der nächste Bahnhof. Sieht aber nicht so schlimm aus, muss ich sagen. So, also ein bisschen was natürlich zum Aufheben und so, ne? Aber so schlimm sieht er eigentlich gar nicht aus. Das heißt, es könnte vielleicht sogar recht schnell gehen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas zum Renovieren hätten. Also irgendwas zum Upgraden. Nein, leider nicht, weil wir haben leider nur 8 Sterne zur Verfügung. Das heißt, da können wir nicht großartig viel upgraden. Wir bräuchten halt 9 Sterne, um hier alles upgraden zu können. 18 Sterne brauchen wir insgesamt. 8 Hammer, das heißt 10 Sterne sind es noch, die wir benötigen. Und das sind sozusagen genau die beiden Bahnhöfe. Und dann hätten wir sozusagen alle Upgrades. Vielleicht mache ich es wirklich so, dass ich die letzten beiden Bahnhöfe in eine Folge reinpacke. Dann könnte das durchaus was werden. Aber
Das mache ich nicht mehr heute. Ich würde mal sagen, ich speichere hier einfach mal den Bahnhof. Zack. Zack. So. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der allerletzten Folge dann am Samstag wieder. Ja. Bis dahin würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Haltet die Ohren steif da draußen. Und bis Samstag zur allerletzten Folge hier auf YouTube, auf meinem Kanal und vor allem zur letzten Folge, die wahrscheinlich übermäßig lang werden wird, von Train Station Renovation. Vielen Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.